aber eine Idee. Wie gefällt dir das, Artyom? Wenigstens kannst du mich auf diese Weise hören. Laut Plan kann die Tür zum Archiv nur von innen und von Hand geöffnet werden. Du kannst aber durch den Lüftungsschacht hinein. Suche im nächsten Raum einen Eingang. Der Zug in den alten Leuchtturm ist gerade abgeschlossen. Mit Giul noch länger in diesem Loch zu bleiben, steht außer Frage. Täglich schießen neue Gasgeysire aus dem Boden. Der Bunker könnte jeden Moment einstürzen. Es gibt nichts, worauf wir noch kommen können. Niemand weiß, warum wir hier überhaupt noch hier sind. Und wir verlieren den Krieg mit Arbeit. Ich will inzwischen nur noch die kümmerlichen Rationen runter. Ich will hier ganz laut werden. Huh?
das Licht wieder an! Der Aufzug hat seine Arbeit getan! Doktor! Akinak! Nicht. Wir stehen bald im Dunkeln. Ach, Scheitan! Artyom, Gyul, schnell weg von hier. Solange das Licht an ist, greifen Sie uns nicht an. Los, los, los! Tja, wir haben die Karten. Jetzt müssen wir sie sich ausgeben. Übrigens habe ich da einen Wagen mitgebracht. Der steht am Dock. Erstaunlich, dass der Aufzug trotz der Risse im Bunker noch funktioniert. Meine Mutter sagte mir, dass sie ihn und viele andere Sachen oft reparieren mussten. Kepragmet! Danke, Artyom. Das ist für dich. Vater gab sie mir, als ich klein war. Damir sagt, ihr habt ein kleines Mädchen in eurem Zug. Gib sie ihr. Sie soll ihr Glück bringen. Ölreiche Leute. Ölbohrer, nehme ich an. Hör zu, ich sage dir, wohin du gehen musst. Wenn du draußen bist, dann geh rechts. Die Straße hat früher zum Hafen geführt. Anna müsste dort irgendwo sein. Melde dich bei ihr. Sie hat vermutlich etwas Interessantes gefunden. Ich bleibe hier und versuche, mich über diese Ölbohrer herauszufinden. Sobald ich nützliche Informationen habe, erstatte ich der Basisbericht. Also, bis dann, Artyom. Viel Glück. Erzählt hat, dass wir
Händel springen, wird heil. Auf einen Gast aus Moskau bin ich echt neugierig. Sieh dir meine Bude hier an. So viel Luxus hatte ich in Moskau nicht. Trotzdem ist es hier zu heiß. Ich habe das Gefühl, bald flach zu liegen, wie Stepan. Folgendes habe ich jedenfalls in Erfahrung bringen können. Siehst du den Kran am Dock? In der Kabine ist jemand. Ich kann ihn nicht sehr gut sehen, aber ich glaube, er hat mich gleich bei meiner Ankunft bemerkt. Scheint eine gute Position zu sein, um unsere Basis im Auge zu behalten. Solltest du dir also mal ansehen. Jetzt sieh dir das kaputte Boot an. Siehst du es? Naja, es ist nicht wirklich kaputt gegangen, sondern vielmehr sorgfältig zerlegt worden. Ich habe Laster mit Käfigen an diesem Boot ankommen sehen. Anscheinend halten die Banditen dort ihre Gefangenen fest. Dann ist da dieses Gebäude dort, hinter dem Hafen. Ich denke, das ist der Tower vom Flugplatz, bin mir aber nicht ganz sicher. Jedenfalls sollte es dort reichlich Ausrüstung geben. Vielleicht ist etwas Nützliches dabei. Ich beobachte weiter die Bohrtürme, dann kannst du dein nächstes Ziel aussuchen. Verdammt, ich wünschte, ich könnte endlich den ganzen Sand abwaschen. Hoffentlich verlassen wir die Wüste bald. Wenn du zum Hafen willst, auf dem Dach gibt es eine praktische Seilrutsche.